Ich muss was sagen. Nee, es ist deine Folge. Du bist dran. Ja. Martin spielt. Martin hat das Spiel seit einem halben Jahr gefühlt nicht mehr gespielt. Und darf jetzt das Wasserrätsel machen, das ich ihm ja schon vorgespielt habe. Ich habe keine Angst mehr. Todesmutig. Und jetzt werdet ihr mal sehen, wie man... Siehst du? Scheiß die Wand an. Jetzt aber gleich rein in den Raum und sofort auf die erste Kiste. Okay. Das Wassermonster hat mich nämlich noch gar nicht bemerkt. Das ist nämlich der Trick. Du bist ja ein Fuchs. Das sag ich. Man kann übrigens doch rennen, mit Shift gedrückt halten. Ah. Auch im Wasser. Ha! Guck! Schau, mach mal kurz Inventar auf mit Tabulator, bitte. Ah, siehst du, jetzt haben wir einen Lauder, nur haben wir nämlich doch schon verbraucht. Ja, nee, oder Quatsch. Wir haben es noch nicht gefunden. Oder wir haben es noch nicht aufgehoben. Genau. Hm. Er hat mich aber noch nicht bemerkt. Wie geil bin ich denn? Ich könnte... Er steht wahrscheinlich direkt vor dir. Wartet schon auf dich. Hepp. Ja, also. Und jetzt hoch den Hebel. Man muss ja in der Tat alles richtig machen. So. Nicht nur draufklicken, sondern... Oh, ob hier noch irgendwas liegt. Schau mal, da wurde auch schon jemand gefressen. Was? Nicht so hektisch. Nicht so. Warum hört ihr das? Was war mit dem Sound los? Ist das Tor wieder zugegangen? Hörst du das? Das wäre jetzt natürlich interessant. Warte mal ab, ob der... Das ist ein Soundfehler. Guck mal, wenn ich darauf gehe. Das ist kein Soundfehler. Aber warte doch mal, ob der Hebel wieder runterschnappt. Ich will nicht. Aber guck mal, der Sound vom Tor öffnen ist immer, wenn ich den Hebel anschaue. Das ist schon ein Fehler. Dann hörst du das anders wie ich. Ich höre halt nur das tak 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 tak. Oder soll das mir symbolisieren? Ich jetzt schon wieder. Was ist denn hier los? Egal, geh mal zum Tor. Ich rück's uns mal ins rechte Bild. War. So. Kann sein, dass der sich verzogen hat? Weiß ich nicht. Wäre mir ganz recht. Der weiß halt, dass er sich mit mir nicht anlegen kann. Wie geht's nochmal mit F? Die Lampe an. Den hört man echt nicht mehr. Der ist weg. Wo wäre er denn? Da ist er. Da! Was? Wo? Links. Jetzt kriegt nicht gleich wieder Panik. Da ist er. Kriegt nicht gleich. Ist gut. Der steht jetzt direkt da und wartet auf mich. Kann ich mich vielleicht verjagen mit was? Wenn ich nicht? Komm. Jetzt hier da. Hol ich mir das Laudanum noch hier drin? Machst du das? Mach ich. Wahrscheinlich kostet dich das genau ein Laudanum. Oh. Hä? Nee, das ist wohl doch schon weg. Nein! Damn. Wie unfair. Siehst du, das war's gar nicht wert. Nee. Ne? Laudanum war ja ein beliebtes Rauschmittel in der viktorianischen Zeit. Zieht sich auch der Inspektor bei From Hell. Film mit Johnny Depp immer ganz gerne rein. Aber auch Opium. Ja, ja. Damals waren die Leute noch etwas flexibler. Gab es nicht nur Bier und... Es ist wieder zu, oder vielleicht ist der Hebel jetzt, vielleicht reicht, dass ich es dann aufziehen kann. Nee, ich glaube, es ist echt ein Zeitpunkt. Ich war zu lahmarschig. Ja. Nein! Ja, das ist natürlich dumm. Oh, verdammt. Also Vollgas. Ups. Es geht aber recht gut, oder? Also so ist es nicht so eine Stelle, wo man sagt, wir müssen wieder so eine behinderte Jump'n'Run-Sequenz einbauen, nee, sondern... Das geht schon ganz gut. Da. Keine nassen Füße kriegen. Und nicht so viel Lampenöl verbrauchen vielleicht. Ja. Da könnte man sich natürlich jetzt schon überlegen, ob man nicht einfach auf halber Strecke eine Kerze anmacht. An solchen Situationen. Okay, ja, da steht er ja super. Ja, wenn ich nicht im Wasser bin, kann ich bestimmt noch durch. Und los. Andere Richtung. Ja, ich mach's nochmal. Wahrscheinlich geht das nicht. Eigentlich kann man so ein Rätsel, wenn man so zurücksetzt, dass der Timer wenigstens von vorne anfängt. Jetzt guck nicht so. Du hast es gar nicht geschafft.
glaube, das ist zu knapp. Aber du kennst ja den Weg. Sauf! Ja, sogar. Da schau die. Noch ist sie offen. Schnell, gleich und durch und wieder. Bah, spring auf! Bah! Puh. Da ist doch bestimmt noch einer. Ich höre schon wieder einen latschen. Da ist er. Ja, der nächste. Boah. Aber erstmal geschafft. Guck mal, da liegen Körperteile rechts auf der Kiste. Sag mir doch nicht sowas. Doch. Lichtmarker auch nicht. Ob wir den wohl zu Gesicht kriegen nachher irgendwann? Ja, bitte. Das ist ja total niedlich. Vielleicht kann er sich irgendwie damit, kann ich. Kann man ihn, wenn du jetzt irgendwo hinschmeißt? Siehst du mal. Okay. Aber habe ich jetzt natürlich erkannt. Das natürlich alle Lockmittel, aber der ist jetzt gerade mit Fressi beschäftigt. Ja. Ah, dann liegen aber noch mehr, guck. Ja. An. Da kannst du ihn halt jetzt irgendwo hinschmeißen und ihn da hinlocken. Ja, sehr gut. Okay, er frisst jetzt gerade noch den Arm. Ich bin viel zu lahmarschig. Ich muss erst mal überlegen, was ich jetzt mache. Da ist er nämlich. Da hinten rechts ins Eck musst du, glaube ich. Da? Also, das sind zumindest auch wieder ein paar Kisten. Ist aber noch am Essen, ne? Da schmeißen wir noch ein bisschen Zeug drin. Ja, du hast den jetzt hingeschmissen. Den hast du jetzt ungefähr genau in den Weg geschmissen. Mit rechter Maustaste kannst du. Ja, soll er da halt essen. Wo muss er jetzt hin? Ja, genau. Und los. Ah, da ist der Dings zum Drehen, siehst du? So, hat nicht so viel Zeit gehabt, irgendwas anzugucken. Das heißt, dann müssen von hier aus irgendwie einen Arm oder mit dem Torso. Na komm, happy, happy. Ja, hat er schon gefunden. Ja? Ja. Aber es reicht bestimmt nicht, ne? Nochmal schnell hier. Okay. Und los. Ich dreh grad dran. Okay, nach links. Nein, losgelassen. Mit SDRG kannst du dich ducken. Der und los. Ducken mit SDRG. Genau, und raus. Mach es auf. Auf die Kiste. Kann ich dich hier auch wieder zumachen, dass der Depp nicht hinterherkommt? Ja, glaube ich nicht. Nein. Oh mein Gott. Ist da was? Nee, ne? Okay, aber. Das war auch ein guter Tipp von den Zuschauern, immer Türen hinter einem zu machen. Das nächste Mal halt, wenn der Gegner noch vor der Tür ist. Aber so könnt ihr euch auch mal ein bisschen kennenlernen. Manchmal kriegt man ja erst raus, wenn mit Leuten eingesperrt ist, dass die eigentlich ganz nett sind. Das so ist auch GameCube entstanden. Er sagte, dass ihr ganz nett seid. Wir waren auch noch nicht eingesperrt. So. Das ist doch scheiße jetzt. Also ich habe nicht mal Arme zum Werfen. Vielleicht kannst du dir einen Arm abmachen und den werfen. Ja komm, das ist doch nah genug. Archivtunnel, einfaches Schloss. Was? Da brauchst du erst einen Schlüssel. Das ist doch Verarschung. Da liegt der Schlüssel, glaube ich, im Schrank. Ja, guck mal. Da schau, ja, kannst du. Nein. Boah. Boah. Hohle Nadel. Ah, jetzt wird hier das Schloss geknackt. Aber du kannst dich auf die Kiste stellen. Oh je, oh je. So. Aber ich komme noch gar nicht. Ja und? Kann ich es irgendwie benutzen? Chirurgische Nadel. Na also. Depp. Etwas Großes glitt an seinem Bein entlang und er fühlte, wie er von der Strömung des Monsters mitgezogen wurde. Er drückte sich an die Oberfläche. Hilfe, schrie er und der Ozean verschlang ihn. Irgendjemand hat geschrieben, dass das immer so Auszüge aus Romanen sind, die aber mit der Geschichte jetzt selbst dann gar nicht mehr so viel zu tun haben. Ah. Also nicht, dass wir uns dann irgendwann halt fragen, was ist hier los? Wird zunehmend ätzend hier. Aber jetzt ist kein Wassermann unterwegs. Anscheinend nicht. Beleuchtet es auch. Was? Was ist denn los? Tür zu! Was soll das denn? Warum ist da so ein Geschrei? Bitte weg! Und wieder die Tür zu. Ich glaube, die Lampe kannst du ruhig auslassen. Wegen. Das hat doch ganz gut beleuchtet. Oh.
Bist du irre. Ja, ich würde mal langsam wieder ballern. Immer schön die Tür zu machen. Ups. Da dümpelt auch alles Mögliche. Erstmal immer. Was ist denn los? So doof ist es dir auch gar nicht. Warum regt er sich denn so auf? Flasche. Ja, würdest du dich da nicht aufregen? Nein. Natürlich nicht. Das ist ja die nächste Tür. Wie ist denn so der. Der Ölstand ist nicht gut. Leichte Kopfschmerzen, das fühlt sich aber anders an. Der Ölstand ist ganz schön scheiße, ne? Aber wir haben noch 2 Gläser Öl dabei, aber. Die Geräusche sind auch total unfair. Ich geh einfach mal weiter Richtung Ballern, genau. Immer schön die Tür zu machen. Das sieht aus, als gäbe es da was. Ja. Ne? Nicht so, ne? Nämlich nichts. Soll ich da noch mal gucken, was da ist? Du kannst doch mal nach oben gucken. Oh, da siehst du was. Da kommt man aber nicht raus. Du lehnst dich immer ein bisschen aus der Kamera raus. Nee, ich will hier weg. Was? Wenn unsere Zuschauer dich nicht sehen können, dann kann dich hier das Wassermonster auch nicht sehen. Ja, weiß ich nicht. Interessante Theorie. Wenn ich so panisch hier rumlaufe, orientiere ich mich überhaupt nicht. Also, ich muss ein bisschen aufpassen. Das ist alles richtig. Hintere Halle. Na also. Er fühlte, wie er aufs offene Meer getrieben wurde. Der lackierte Rumpf der SS Hortensia glänzte im sanften, warmen Gelb der untergehenden Sonne. Er wandte seinen Kopf zum ruhigen Ozean in Richtung der portugiesischen Küste und fragte sich, ist das wieder ein Traum? Hey, Wasser überstanden. Cool. Jetzt kommt dann der ätzende Teil. Aber, oder der hübsche Teil. Nicht schlecht. Was gibt's hier? Springbrunnen. Ah. Windstoß. Die Venus von Milo. Fast. Ja, fast. Fast genauso schön. Oder? Nee. Ja, guck doch. Die Beine zumindest. Ja, nur die. Die ekligsten Designs macht aber der HR Giga. Wird die gar nicht so eklig. So ein bisschen daran. Ja, das sieht echt gigamäßig aus. Falls euch das nicht sagt, das ist der Typ, der so die Grundlagen für die Alien-Filme geschaffen hat, zumindest für das Design der Aliens. Und der macht ganz viel solches Zeug. Es gibt auch ein Museum von ihm, wo ich ganz gerne mal hin möchte. Das ist in der Schweiz, denn normalerweise wird er immer beschrieben als der Schweizer Surrealist H.R. Giger. Ich konnte es mir nur ganz knapp verkneifen. Aber der hat echt super Sachen gemacht. Und mir ein Bildband mal angeschaut. Und das ist schon cool, was der so gezeichnet und modelliert hat. Ist auch Bildhauer. Und sonst noch was. Er macht irgendwie ganz viel, oder? Alles so in die Richtung. Künstler, ja. Gästezimmer. Universalkünstler. Der dürrekalte Nebel streifte sein Gesicht, als er hinaustrat. Das Londoner Wetter kann grausam sein, aber es war eine Art Grausamkeit, mit der er leben konnte. So, ah ja. Also, warum wird das mal alles eklig? Tja, die eklige Made bleibt aber da. Weißt du, wie es zeitmäßig aussieht? Mit der Folge? Kann ich die kaputt latschen? Ich will die kaputt latschen. So, hopp. Augenblick. Komm her, kommst du her? Die gibt's gar nicht echt wahrscheinlich. Hallo, randalier doch nicht so. Weil ja alles so ordentlich aussieht. Na gut. Dann beenden wir die Folge an dieser Stelle mal. In der nächsten Folge mache ich mal die Schubladen auf. Schon mal als Teaser. Aber in der richtigen Reihenfolge, bitte. Ja, wir haben ja einiges gelernt. Und da liegt auch eine Notiz. Also in der nächsten Folge erfahren wir, wie es weitergeht. Bis dann. Ciao.